Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Huss. Ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Was ist das für eine super Atmosphäre hier, Buschi? Die Fans gehen richtig ab. Und da macht es natürlich richtig Spaß, dabei zu sein. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ball ist wieder weg. Da kann er ihn stoppen. Macht er gut. Er geht ganz schön. Und jetzt der Schuss. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. Gemayli. Sie geben den Ball ab. Ah, tickt zu weit. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Da ist die Balleroberung. Das könnte vielleicht was werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Sie verlieren den Ball. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Da verlieren sie den Ball. Ball läuft gut. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte.
Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Den Ball kann er abfangen. Ballverlust. Es geht mit dem Abschluss weiter. Kann er was draus machen? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Sie verlieren den Ball. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Jetzt gibt's einen Einwurf. Er holt sich vorne den Ball. Halten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da geht er gut in den Zweikampf. Gute Aktion. Könnte was werden. Guter Pass. Ja, das könnte was werden jetzt. Ah, das könnte es sein. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ecke. Das ist die Chance zum Ausgleich. Ecke kommt ins Zentrum. Und damit ist der Ball weg. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Richtig entschieden. Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Ballverlust. Schöner Pass jetzt. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Wird Ecke geben. Jetzt kommt die Ecke. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Schöner Treffer hier. Der passt ganz genau. Ja, da oben in der Ecke ist er dann unhaltbar.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Guter Pass jetzt. Er passt ihn auf den Flügel. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Hereingabe kommt lang. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Ecke kommt in den 16er. Schade, Ball ist weg. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Szene. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ist es das? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Das gibt Einwurf. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Guter Vorstoß, kann was werden. Da ist er alleine durch. Da hat nicht viel gefehlt, der Pfosten rettet. Jetzt ist es gefährlich. Das ist noch gefährlich. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke in die Mitte. Da können Sie erstmal klären. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Da ist jetzt Platz. Gefährlich. Vielleicht die Führung jetzt. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz. Wuchtig im Tor untergebracht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Ruhiger Spielaufbau. Das sieht gut aus. Guter Ball nach draußen. Ball kommt rein. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Sieht vielversprechend aus. Kurze Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ecke. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen.
Jetzt der Schuss. Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Anspiel kommt gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt niemand ran. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gemayli. Das war die Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Und wer weiß, ob sich das später nicht rächt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Wird das? Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ball kommt in die Mitte. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Sein Tor im ersten Durchgang reicht ihnen bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Den Zweikampf führt er sehr gut. Jetzt könnte er flanken. Oh, kein Tor, was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber... Wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Und damit sind sie am Ball. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Zieht ab. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt gibt's hier eine Ecke.
Er kann nicht weitermachen. Jetzt der Wechsel. Ja, da war die Verletzung wohl doch zu schlimm. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gernd. Ball läuft gut jetzt. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine gelbe Karte, ganz klar. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Hat der Keeper nicht mitgerechnet. War ein guter Versuch. Das Tempo des Spiels war hoch, der ist platt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er überzeugt heute als Passgeber. Ja, könnte was werden. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Vielleicht die Führung jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Nun, Schönbächler. Sie kommen jetzt über außen. Da schießt er. Fällt das Tor doch noch. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Was macht er draus? Ja, mit viel Übersicht. Spielt den Ball. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Gemayli. Der Angriff könnte was werden. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Numa Lavanchy. Guter Pass jetzt. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Macht er gut. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Sie geben den Ball ab. Geht dazwischen und hat den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das sieht vielversprechend aus. Die Chance zur Führung. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und das gibt Einwurf. Der Ball im Aus. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Jetzt kommt hier der Wechsel. Jetzt sind sie am Ball. Viel mit Auge. Und jetzt die Chance. Geht nicht rein. War natürlich eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Unfassbar. Jetzt gibt es den Wechsel und der Trainer versucht noch mal was. Vielleicht können sie ja mit dem neuen Mann in Führung gehen.
Schöner Steilpass. Den Ball spielt er gut. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Da muss er aufpassen mit dem Tackling. Da hat er durchaus Optionen. Flanke jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ja, könnte was werden. Und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, da war auch viel Glück mit dabei. Auf der Linie geklärt. Durchatmen. Da haben sie jetzt Platz. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Gernt. Das könnte die Chance werden. Flagge kommt ganz weit. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Die Chance auf den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Ball kommt rein. Sie sind nur noch zu 10 in dieser Schlussphase, aber trotzdem schaffen sie das Führungstor. Da sehen wir, wie viel Kampfgeist, wie viel Moral in dieser Mannschaft steckt. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Gute Aktion. Könnte der Ausgleich sein. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Er nimmt ihm den Ball ab. Der Freistoß, klare Sache. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Anspiel kommt gut. Den spielt er steil. Die Riesenchance. Wahnsinn, sie machen ihn doch noch, den Ausgleich. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Packen sie hier noch das Tor. Ah, sie verlieren den Ball. Numa Lavanchy. Ziegler. Das könnte gefährlich werden. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da ist das Tor. Da machen sie es. Führung also in dieser Schlussphase. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Wer hätte denn damit gerechnet? Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Die spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen, jetzt vielleicht. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Was geht hier noch in der Nachspiel? Gut reagiert vom Torhüter. In den freien Raum. Gut in den Lauf gespielt.
ist es das. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Jetzt kommt die Ecke. Kein Problem, der Torwart ist da beim Eckball. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Der Ball kommt hoch rein. Klasse gespielt, guter Steilpass. Das muss es sein. Das Spiel mit den langen Bällen ist nicht immer schön, aber eben durchaus effektiv. Ja, und letztlich ist es ja auch egal. Drin ist drin, hinterher fragt keiner mehr. Die Wiederholung nochmal, so ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball und dann wählt er das kurze Eck, richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, unentschieden. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie. Der Ball sammelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Gefährlich. Vielleicht die Führung jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Ball kommt rein. Das könnte gefährlich werden. Da ist das Tor, da machen sie es. Führung also in dieser Schlussphase. Und das, obwohl sie nur noch zu 10. Klasse gespielt, guter Steilpass. Das muss es sein. Das Spiel mit den langen Bällen ist nicht immer schön, aber eben durchaus effektiv. Ja, und letztlich ist es ja auch egal. Drin ist...